Hallo und herzlich willkommen bei MusicStore TV. In der heutigen Folge möchte ich euch gern eine völlig neue Lautsprecherserie vom renommierten Hersteller Adam Audio vorstellen. Es geht um diese beiden Modelle, wie sich unschwer erkennen lässt, und zwar den T5V und den T7V. Beides Nahfeld-Studio-Monitore, die man für vielfältige Einsatzmöglichkeiten benutzen kann. Hauptanwendungsgebiet wird sicherlich das kleine Projektstudio sein oder auch im Übertragungswagen, wenn es im Rundfunk- oder Broadcasting-Bereich ist, oder aber auch in diversen Musikstudios oder Videoproduktionen. Also für alles einsetzbar, wo man im unmittelbaren Nahfeld gerne einen ausgezeichneten Klang haben möchte. Ja, und da sind wir auch schon direkt beim Stichwort, denn das ist, würde ich sagen, eines der Hauptmerkmale, was die Lautsprecher von Adam Audio seither oder ich sage es mal seit vielen, vielen Jahren ausmacht. Neben der guten Verarbeitungsqualität klingen die Dinger einfach unfassbar gut. Ja, und Adam Audio, für alle, die es nicht wissen, ist eine deutsche Firma, die in Berlin angesiedelt ist. Die haben sehr, sehr gute, renommierte Lautsprecher am Start im mittleren bis oberen Preissegment. Ja, und jetzt kommt genau der Knackpunkt, wo diese neue Serie ins Spiel kommt. Denn nicht alle von uns haben natürlich das nötige Kleingeld oder das Budget, um die Studios mit den guten Adam Audio Lautsprechern auszurüsten, und da haben die sich gedacht, ja, können wir es nicht irgendwie schaffen, diesen tollen Klang, für den wir so bekannt sind, auch in eine günstige Serie reinzupacken. Ja, und genau das haben sie gemacht mit diesen beiden Modellen, und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Bei der T-Serie von Adam Audio handelt es sich um zwei aktive Studiomonitore. Das auffälligste Merkmal, worin sie sich unterscheiden, ist natürlich die Größe. Wir haben das große Modell mit einem 7 Zoll Basslautsprecher und das kleine Modell mit einem 5 Zoll Basslautsprecher. Der Hochtöner ist bei beiden gleich, genauso die gute Verarbeitungsqualität und die Verstärkerleistung. Wir haben hier jeweils 20 Watt für den Hochtöner und 50 Watt RMS für den Basslautsprecher. Eine Besonderheit der Adam Audio Lautsprecher sind seit jeher die Hochtöner. Hier in der T-Serie sind die UART Hochtöner verbaut, die ihr hier seht. Die sehen ja schon völlig anders aus als bei anderen Lautsprecherherstellern und sorgen für einen sehr schönen neutralen Hochton-Sound. Und damit der optimal im Raum verteilt wird, haben die hier noch diesen Wave-Kite, das ist dieses Element hier. Damit wird der Schall optimal verteilt. Wie alle Lautsprecher von Adam Audio ist auch die neue T-Serie wirklich sehr schön verarbeitet und verfügt auch über so schöne Details wie diese abgeschrägte Gehäuseform, die nicht nur optisch das Ganze interessant macht, sondern auch dem Klangverhalten zugutekommt. Der 7 Zoll Lautsprecher hat einen Schalldruck von 110 dB und das kleine Modell kommt auf einen Schalldruck von 106 dB. Ganz klar, das große Modell bietet natürlich mehr Bass als das kleine Modell. Dafür braucht er auch ein bisschen mehr Platz an der Abhörposition. Beide Lautsprecher hingegen kann man aber auch mit den passenden Subwoofern von Adam Audio kombinieren, wenn man da ein bisschen mehr Wumms untenrum haben möchte. Ja, so viel zu den allgemeinen Ausstattungsmerkmalen der neuen Adam Audio Lautsprecherserie. Da die beiden, abgesehen vom Basslautsprecher und dem entsprechend erweiterten Frequenzspektrum, soweit baugleich sind, würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt mal das größere Modell und schauen uns da mal die Rückseite an und die Anschlüsse und Einstellmöglichkeiten. Auf der Rückseite der Lautsprecher findet sich oben erstmal die Bassreflexöffnung und darunter haben wir dann die Einstellmöglichkeiten. Wir können die hohen Frequenzen und die tiefen Frequenzen jeweils mit diesen Schaltern um 2 dB anheben oder absenken. Darunter ist dann der Pegelregler, mit dem wir die Lautstärke der Lautsprecher regeln können. Und hier haben wir die XLR-Buchse für das symmetrische Signal. Wir können aber auch hier umschalten auf ein Kinch-Signal und dann unsymmetrisch in den Lautsprecher reingehen. Ein Netzschalter hat das Ding auch und eine Kaltgerätebuchse, wo das mitgelieferte Kabel zur Stromversorgung eingesteckt wird.
Was mir an den neuen Lautsprechern von Adam Audio besonders gut gefällt, ist nicht nur der überraschend günstige Preis, sondern auch, dass der Hersteller so viel Vertrauen in seine hochwertigen Produkte hat, dass er die 2 Jahre Herstellergarantie auf 5 Jahre erhöht, wenn ihr das Produkt registriert. Also das finde ich richtig klasse. Nun, ihr habt es gesehen, die neue T-Serie von Adam Audio bietet wirklich alle Ausstattungsmerkmale, die auch schon die größeren Serien berühmt gemacht haben. Ja, und dass man das jetzt auch zu einem günstigeren Preis erfolgreich realisieren konnte, das hat Adam Audio hier erfolgreich bewiesen. Ich kann euch nur empfehlen, kommt, wenn ihr könnt, unbedingt mal nach Köln, besucht uns hier im Music Store, da haben wir diese schönen neuen Lautsprecher in unseren Testräumen installiert und ihr könnt sie da auch mit Konkurrenzmodellen vergleichen, wenn ihr möchtet. Bringt einfach eure eigene Musik mit und lasst euch vom Klang überzeugen. Bei weiteren Fragen kontaktiert gerne unser Fachpersonal oder schaut mal auf die Webseite. Den Link zu den beiden Lautsprechern habe ich unten in der Videobeschreibung im Text platziert, sodass ihr da einfach draufklicken müsst und schon seid ihr bei uns im Shop. Ja, dann kann ich nur noch verbleiben. Schaut es euch an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald hier bei Music Store TV.